Für mich ist das Besondere am THW, einfach mal was anderes zu tun, aus meinem beruflichen Alltag etwas rauszukommen und bei der ganzen Geschichte hier auch noch was Sinnvolles zu machen. Für mich persönlich das Besondere am THW ist, dass eigentlich jeder ehrenamtlich ist. Das merkt man auch, man trifft sich oft außerhalb des offiziellen Dienstes und man lernt viele Leute kennen. Für die meisten ist es auch mehr als nur ein Hobby. Also heute haben wir hier eine Ausbildungssituation mit 4, 5 Stationen, wobei ich da sagen muss, dass wir damit eben nicht das breite Spektrum vom THW widerspiegeln können. Ganz spontan fallen mir da die Begriffe ein: Katastrophenschutz, Hochwasserhilfe oder eben auch die Flüchtlingshilfe. Abwechslungsreiche Aufgaben eben, die man, sage ich mal, als normaler Mensch so nicht mitbekommt, vielleicht maximal in den Nachrichten sieht. Ja. Also ich hätte vor 8 Jahren nie gedacht, dass das THW mal fester Bestandteil meines Alltags wird. Hier treffen alle Berufsgruppen aufeinander, vom Bauingenieur über den Bäcker bis hin zum Kfz-Mechatroniker. Alle ergänzen sich, alle tauschen ihr Wissen aus. Ja, mittlerweile gibt es schon ganze Familiengenerationen hier im Ortsverband. Ja, verstanden irgendwie. Das THW wird genauso wie die Feuerwehren nach Unglücksfällen alarmiert und die Helfer müssen dann ihren Arbeitsplatz verlassen oder, wenn das nachts ist, dann direkt von zu Hause ins THW kommen, in die Unterkunft. Von hier aus startet dann der Einsatz. Und es ist natürlich wichtig, dass die Verfügbarkeit gegeben ist und die Spontanität, weil wir auch innerhalb kürzester Zeit natürlich zu den Hilfeleistungen ausrücken müssen. Also das THW-Leben kollidiert mehr als nur einmal mit den beruflichen Situationen der Helfer. Das liegt einfach daran, dass man sich Einsatzzeiten nicht aussuchen kann. Es gibt in der Regel die Möglichkeit, dass es Freistellung für den Arbeitnehmer gibt, damit der Arbeitgeber auch Ersatz bekommt für die Zeit, in der der Arbeitnehmer nicht bei der Arbeit ist. Das funktioniert je nach Berufsbranche mal mehr, mal weniger gut, weil jemand, der zum Beispiel in der Pflegebranche arbeitet, natürlich nicht einfach, wenn der Melder geht, seinen Arbeitsplatz verlassen kann. Also es gibt auch mal die eine oder andere Herausforderung im THW, die man aber vor allem hier als Team besonders gut meistern kann. Und das ist auch das Gute hier dran. Man zieht wirklich viel Positives aus dem THW, auch fürs Privatleben. Und es ist vor allem einfach auch eine gute Möglichkeit, rauszukommen. Ja, einfach mal raus aus dem Alltag und rein ins THW.